die Tage. Heute habe ich auch wieder jede Menge rausgespachtelt. Da steht der Wachs hoch, da kommen von den Kerzen da dran und schon ist es passiert. Also wir haben uns früher immer am dicken Tünnis etwas wie. Mutter ist Antonius Verehrer und das habe ich dann übernommen. Da sagt sie, Kind, wenn ich nicht mehr bin, dann machst du das. Und wie das denn hier, wie ich denn hier das gesehen habe und die Dame, die das vorher gemacht hat, war schon über 80, kein Auto, nix. Ach, sag ich, wissen Sie was, ich übernehme das. Manchmal komme ich 3-4 Mal, manchmal 2 Mal. Und wenn ich dann mal zu meinen Verwandten verreise, dann sage ich immer Bescheid. Oder dem Förster, dass er dann nachschaut. Meine Großmutter ist verstorben, da war ich so 12 Jahre. Und dann denke ich, ach, gehst mal gucken, wo Oma hinkommt. Und dann habe ich in das Loch geguckt und sah noch die Knochen mit so einigem, was sich da bewegte. Bin nach Hause gekommen, habe gesagt, nee, Papa, ich komme nicht wie Oma, dein Sohn. Ich lasse mich verbrennen. Da sagt er, Kind, das geht nicht. So weit sind wir noch nicht. Sag ich, also ich habe ja noch Zeit dazu. Und das war der Anlass. Und ich bin heidenfroh, dass alles sich so zum Guten gewendet hat für mich. Die Verwandten sind weit weg von mir, ich lebe hier alleine und so hat sich das richtig. Mittlerweile habe ich meinem Bruder Bescheid gesagt, er hat sich das mit angeschaut. Na ja, sagte, wenn das dein Wunsch ist, bitteschön. Man kommt mit so netten Menschen ins Gespräch, also, und alle sind auch sehr froh. Viele leben auch alleine oder die Kinder sind weit in der Welt verstreut. Und dann fragen sie, dann sage ich, das ist doch so was Herrliches, also hier der Wald. Und also für mich gibt es nichts Schöneres. Ich mache das gerne. Ich sage, das ist ehrenamtlich. Der darf hier keine Kerze und kein Grabschmuck im Wald, sonst hätten wir einen Müllhalden im Wald. Ne? Ich gehe auch schon mal immer mit meinem Hund da durch, wenn wir Kerzen sehen oder vor allen Dingen im Sommer. Und auch brennen so. Und oh, sammle ich direkt mit ein. Ich habe das mit dem Förster besprochen. Nee, sagt er, Frau Beusch, Sie haben die Verantwortung, machen Sie. Auch hier, wenn zu viel irgendwie was hinkommt, was nicht passt, weg.